deutsche Nationalmannschaft hat heute in Vatutinki ihr erstes Training in Russland absolviert, mit allen 23 Spielern. Die direkte Vorbereitung für das Spiel am Sonntag gegen Mexiko hat damit begonnen. Wir wissen, dass Mexiko ein Gegner ist, der sehr, sehr aggressiv nach vorne verteidigt, der sehr aggressiv nach vorne spielt, mit technisch guten Spielern. Also da kommt schon auch ein Gegner auf uns zu, der uns alles abverlangen wird in diesem Spiel. Viele mexikanische Fans haben im Zentrum von Moskau bereits für Stimmung gesorgt. Zahlreiche Fußballfans aus aller Welt sind angereist. Polizisten sind überall im Einsatz, um Innenstädte, Stadien und Fanmeilen zu schützen. Angaben über ihre genaue Anzahl gibt es nicht. Um Probleme mit Hooligans zu verhindern, arbeiten russische Beamte in einem Koordinierungszentrum mit ausländischen Polizisten zusammen, auch aus Deutschland. Offizielle WM-Eröffnung morgen Nachmittag in Moskau. Dann spielt Russland gegen Saudi-Arabien.